Denn für Thermis muss ich erst noch das Orbitalrelais bauen und so ein Scheiß. Wenn ich jetzt aber diese Reliquie schon einnehme. Ihre Strafe ist so, haut mal diesen Heil hier oben. Peng, weg damit. Ich werde den Feind mit meinen Stiefeln zertreten. Wer Angst zeigt, hat keinen Glauben. Und ihr haltet mal dieses Ding hier. So, mal gucken, ob das funktioniert, was ich mir da so vorstelle. Hoffentlich geht das alles gut, ey. Ich habe da so meine Bedenken, dass das alles klappt. So, hier ausbauen. Nehme Schaden! Da geht's schon los, aber ich habe ja zwei Charaktermodelle hier. Geht vorsichtig und tragt die eine große Waffe. Die hoffentlich in der Lage sind, das hier zu verteidigen in der Zeit. Fahrzeug-Upgrade fertig. Fahrzeug-Upgrade gleich das nächste erforschen. Hier drüben mal, weil der schon so weit ausgebaut ist, zack, diesen hier erforschen. Jetzt wird es echt haarig werden. Gucken, ob das alles so wie geplant klappt. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Der geht mal hier hin. Und der andere. Wie kann ich euch helfen? Geht hier hin und dann gleich ein Horch. Beim Imperator. Ach, was du Scheiße. Was für Dämonen hat er beschworen? Ich zu mir, Brüder. Mit meinen Stiefeln lasst zertreten. Uns diese Ausgeburt der Hölle dorthin zurückschicken, wo sie hergekommen ist. Ja, lieb gerne. Was soll ich tun? Den Kommandanten noch mal eben in den Nahkampf gehen, und zwar alle beide. Huldigt dem Imperator. Meine Taktik ist durchkreuzt. Rene. Heute wird der Feind die Angst haben. Zweifels auf den Blutdämon. Niemand kann der Inquisitor standhalten. Für die Inquisition! Hat der Inquisitor einen Dämonenhammer dabei. Das heißt, er ist ziemlich gut dabei. Der Captain ist gleich tot, das macht aber nichts. Ich kommandiere so, Imperators. Er ist wieder da. Jetzt, okay, also der Blutdämon ist dann doch nicht so das Schlimme gewesen. Heute da kommt wird ein neuer Perlanungskapsel und dann ist gut. Space Marines, vorwärts! So, der ist gleich weg. So, jetzt passt hier mal drauf. Flöchen verloren, nur ein, okay. Dann macht man hier, sichert das mal und der Dämon ist jetzt weg. Hütet euch vor dem Alien. Ich sage mal, das ging gerade nochmal gut. Jetzt muss ich aber trotzdem diese Reliquie einnehmen, damit ich gleich die Dingenskirchen, die Terminatoren bauen kann. Ich erwarte Quatsch, die Land Raider. Bauroutine 721 eingeleitet. Fahrzeuglimit drauf, noch zweimal und dann ist das auf Maximum. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Der zweite steht immer noch hier rum, okay. Das ist jetzt nicht so wild. So, dann baue ich hier Land Raider. Kann ich noch nicht, wenn mir noch eine in Besitz genommene Reliquie dafür fehlt. Aber die Reliquie habe ich ja zum Glück gleich. Das Upgrade habe ich schon. Fehlt mir noch das Upgrade hier für 350 Energiepunkte. Und Fahrzeug-Upgrade. So. Kann ich gleich Land Raider bauen und dann kann es schon mal losgehen. So, ich werde jetzt die Reliquie fast fertig eingenommen. Jawohl, eure Herrlichkeit. Bauen Horchposten auf für den Reliquie. Bauroutine 721 eingeleitet. Dann kriegt ihr mal zwei Plasmawerfer und einen Sergeant. Okay, den Sergeant bekommt ihr jetzt noch nicht, aber ihr kriegt zwei Plasmawerfer. So. Jetzt könnte ich Land Raider bauen, aber mir fehlen tatsächlich die nötigen Ressourcen dafür. Also ich muss noch ein paar Sekunden abwarten, bis ich meine Land Raider bauen kann. Die Reliquien noch sichern und entsprechend ausbauen und dann läuft es auch. So, das ist... Okay. Die taktischen Marines halten es hier schon ganz gut. So, ausbauen. Nehme Schaden! Kann ich euch helfen? Der Bauheilung aufs Zack zurück. Bauen. Bautankgeschützturm. Du musst es hier noch sichern, denn hier werden sogar später nicht nur Kultisten kommen, sondern auch Kyborgs. Und gegen die Kyborgs muss ich das Ding hier verteidigen. Okay, das ist auf Maximum, das ist auf Maximum. Alles auf Maximum erforscht in der Hinsicht. Sehr gut. Dann erforsche ich jetzt die Kommandantenverbesserungen und baue meinen ersten Land Raider. So, fertig? Ja. Gut, ich sag gleich noch einen Bolter-Turm bauen. Und zwar hier hin. Und dann kommt hier, wo ich hier noch einen Raketenturm hinter. Das müsste dann genügen, hoffe ich doch mal. So, 151. Ist der auch fertig ausgebaut? Hier, zack, bauen wir gleich eine
Ach ja, okay, im Moment abwarten, dann bauen wir eine schwer befestigte Stellung daraus. Und dann kann sich die Reliquie im Endeffekt auch selber verteidigen. So, sehr gut. Und dann brauche ich noch ein Orbitalrelais, ne? Jawohl, eure Herrlichkeit. Was kann er da machen? Hier bauen wir hier oben ein Orbitalrelais. Ach ja, dafür fehlen jetzt auch wieder die Anforderungspunkte. Ist ja gut. So, jetzt aber Orbitalrelais dorthin. Dann kann ich auch anfangen, die Terminatoren zu bauen. Sammelpunkt festlegen. Dahin. Dort sollen sich die Land Raider sammeln nach Fertigstellung. Gleich unten im Kampfgebiet, dass sie auch gleich eingesetzt werden können. Und dann fehlt eben halt nur noch das entsprechende Upgrade. Ja, Heldenverbesserung könnte ich jetzt noch erforschen, aber erstmal wichtiger, den nächsten Land Raider in Auftrag geben. Und dann kann ich die Heldenverbesserung erforschen. Aura der Erleuchtung ist, glaube ich, für den Inquisitor jetzt noch wichtig. Den Scriptor kann ich hier ja nicht bauen. So, machen wir die beiden noch hinterher. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Raketenturm hier hinten hinbauen. Dahin. Bauprotokoll eingeleitet. Und dann werde ich hier noch 1, 2, 3 Geschütztürme drum bauen. Dann ist das soweit alles in akzeptabler Form gesichert. Niemand kann der Inquisition standhalten. Land Raider steht zur Verfügung. Land Raider steht zur Verfügung. Jawoll. Hier noch Upgrades? Nein. Das ist dann ein bisschen lästig, wenn wir hier gleich aufräumen müssen. Man darf nämlich keine Baueinheit am Leben lassen. Ansonsten geht der ganze Scheiß nämlich wieder von vorne los. So. Land Raider bauen. So, hier Raketenturm-Upgrade erforschen. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ach komm, noch ein Raketenturm dazu. Und dann müsste das ausreichend geschützt sein hier hinten. Ich erwarte Ihre Anweisungen. Ah, guck mal, Terminator-Trupp. Ja. Du herkommen, bauen. Wobei, eigentlich ist egal, ich kann meine Helden noch hier stehen lassen. Dann lasse ich die, dann können die das bewachen. Und die Terminatoren räumen dann halt auf mit den Land Raidern zusammen. Das ist ja lächerlich sowas. So. Land Raider der vierte. So, und damit sind alle Land Raider gebaut, die ich bauen kann. Rest der Anforderungspunkte kann ich in Terminatoren investieren. Gibt's hier noch was zu erforschen? Nein, aber ich könnte noch 1, 2, 3, 4 Apothekari bauen für die Terminatoren-Trupps. So, Cybers brauchen wir auch nicht mehr. Das ist ja alles. Na, hier können wir Bionics noch erforschen. War da was? Ach, Kybox. Okay. Ketzerei! Jetzt kriegen wir es. Terminatoren bereit. Jawohl, hier hin. Zack. Und den Kriegsschrei kann ich auch noch erforschen. Einfach weil ich es kann. Nicht weil ich es muss. Okay, jetzt habe ich nicht genug Anforderungspunkte zum Auer erhöhen. 85 brauche ich für einen Terminator. Und 70 für jede Sturmkanone. So, nochmal 70 bitte. Ein bisschen Tempo. Apothekarius bereit. So, zack. Das Schlachtfeld wartet. Anschließen. Apothekarius bereit. Er benötigt meine Hilfe. Wie kann ich dienen? Geh mal hier drüben hin, dass du nicht im Weg rumstehst. Das Schlachtfeld wartet. Und dann warte ich mal auf die 340 Anforderungspunkte für den nächsten Terminator-Trupp. So. 340 bitte. Zack. Und den nächsten. Ich denke, wenn der fertig ist, werde ich genug Anforderungspunkte für den nächsten haben. Dann rüste ich die jetzt erstmal noch nicht aus, sondern warte erstmal ab, bis sie gebaut sind. Oder besser gesagt, runtergeschickt worden sind. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Genau, so sollte es sein. So sollte es sein. So. Und zack. Aber wenn der letzte im Bau ist, dann in Produktion ist, dann rüste ich die anderen, die ich gleich runterschicke, aus.
Und dann kann es auch gleich schon losgehen. Das ist dann ein bisschen lästig, wie gesagt, weil wir hier alles abfahren müssen. Das Chaos hat sich hier überall verkrochen. Wie kann ich dienen? So, fertig. Nehme Schaden! Wer nimmt Schaden? Ach, das ist schon wieder so ein Kyborg. Ja, die können ja nichts. Der Glaube ist unser Schild. Wie gesagt, ich lasse diese Truppe dann hier stehen zum Schutz. Und die haue ich notfalls, wenn es sein muss, um. Terminatoren bereit. Apothekarius bereit. Man soll die Gefallenen immer so, als die Besten als Imperators. So wie ich das kenne im Kampf, werden als erstes die Apothekari getötet, weil die sich natürlich voll auf die Gegner stürzen, anstatt einfach Abstand zu halten. So, sind was die fertig. Die dann nämlich gleich wieder rein. So, sehr gut. Und dann sehen wir so, dass ihr hier reinkommt. Als Teleporterschutz. Oh, ein neuer Blutdämon. Oh, wie lustig. Niemand kann der Inquisition standhalten. Dann greift man hier an. Vitalschlag meine ich jetzt nicht. Ich wollte ihn wieder top. Ich kann nochmal die Sache greifen, dass den Blutdämon zaubern. Und den Schnellschlag auch noch. Na, schaffst du noch einen zu verlieren? Ja, easy, ganz easy. Niemand kann der Inquisition standhalten. Das ist der vierte Land Raider. Ach, noch nicht fertig. Ja, ist okay. Von mir aus. Terminatoren bereit. Vier, komm mal hierher. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Apothekarius. Auch hier ein Apothekarius dazu. Wo werden wir gebraucht? Aufrüsten. Geht gleich los, keine Angst. Geht gleich los. Sobald der letzte Land Raider fertig ist, fahre ich schon mal los, auch wenn die Thermis noch nicht ganz so weit sind. Die werde ich am Anfang nämlich noch nicht brauchen. Da bieben sich gleich Kyborgs runter. Ich bin vorbereitet. Wisst ihr was, dann entwickle ich mir kurz hier diese ganzen Upgrades dazu. Dass ich die mit vier Plasmakanonen ausstatten kann. Mit vier Plasmawerfern meine ich. 98, 9. Und fertig. Apothekarius bereit. Jo, Apothekarius bereit, genau. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators so, in Erinnerung behalten. Ich muss nur den letzten Termiturm ausrüsten noch. Eins. Ein einfaches Ziel. Der Geist der Maschine ist vorbereitet. Jo, genau. Wie kann ich dienen? Bevölkerung voll? Liebe für... Ach ja, ist ja gut. So, diese Trupp hier. Führt uns tschüss. Zum Feind. Terminatoren geht doch. So, Termis sind wichtiger als taktische Marines. Wie kann ich dienen? Ach scheiße, jetzt habe ich den großen Trupp rausgeholt. Was ist Ihr Begehr? Ich brauche den kleinen, Mensch. So. Das Schlachtfeld wartet. Ja, aber der Karius an. Wer benötigt meine aufrüsten. Hilfe? Apothekarius bereit. So. Land Raider hier. Ein einfaches Ziel. Ja, fahren wir hier rüber. Euer Wille geschehe. Euer Wille geschehe. Genau, euer Wille geschehe. So wie sich das gehört. Man soll die Gefallenen immer als die besten Männer des Imperators in Erinnerung behalten. Was? Ja, dann mach das Ding mal kaputt hier, Junge. Junge, I. Los. Bam. Weg. So, fahren wir weiter hier. Hier rein vor, ne? Wir werden den Feind vernichten. So, das ist das Ziel hier. Die Jungs hier ausradieren. Da kommt irgendwas. Okay. Ich muss wirklich nur darauf achten, dass ich alle Baueinheiten des Chaos vernichte. Weil sonst wird das nichts hier mit kaputt machen.